Der Karpfenteich hier heißt ja wahrscheinlich Karpfenteich, weil man da auch irgendwie angeln konnte. Kann ich mir aber irgendwie bei einer königlichen Gesellschaft gar nicht richtig vorstellen. Wer hat hier geangelt? Ja, es gab durchaus eine gewisse Tradition bei der königlichen Familie. Um 1710 ist überliefert, dass die dritte Gemahlin von Friedrich I., Sophie Luise von Mecklenburg-Schwerin-Grabow, hier im Schlossgarten geangelt habe. Und es wurde dann auch Ende des 18. Jahrhunderts ein Angelhaus errichtet, direkt an der Spree im neogotischen Stil. Das ist leider dann schon Mitte des 19. Jahrhunderts baufällig gewesen, wurde abgetragen. Und hier am Karpfenteich war das durchaus auch möglich. Theodor Fontane beschreibt übrigens, dass hier die Karpfen sehr alt geworden sind. Er spricht von 100-jährigen Mooskarpfen, die dann nach einem strengen Winter, als der Karpfenteich zugefroren war, im Frühjahr Kiel oben im Karpfenteich gefunden wurden. Was heißt, dass die nicht viel geangelt haben? Offensichtlich nicht. Oder die Tiere waren einfach nicht mehr schmackhaft aufgrund des hohen Alters. Insgesamt gesehen ist ja dieser Schlossgarten von besonderer Qualität. Er steht unter Denkmalschutz und er ist hier in Berlin das einzige Beispiel für das Nebeneinander einer französisch geprägten Barockanlage und eines englischen Landschaftsparks, sodass sie beide große Gartenstile des 18. Jahrhunderts hier direkt nebeneinander finden. Er wird sehr stark genutzt von der Bevölkerung. Er ist ein sehr beliebter Schlossgarten und er ist das älteste Gartendenkmal Berlins. Darauf sollte man auch sein Augenmerk legen. Und er bedarf eben eines behutsamen Umgangs und einer guten Pflege. Und das versuchen wir auch immer wieder zu betonen, dass dieser Garten in erster Linie eben Denkmalcharakter hat. Es gibt ausgewiesene Liegeflächen, es gibt einen ausgewiesenen Weg, den die Fahrradfahrer nutzen können. Sie dürfen nicht kreuz und quer im Schlossgarten fahren, da die wassergebundenen Wegedecken darunter leiden. Nur in einem ausgewiesenen Bereich ist es möglich, aber durchaus auch statthaft. Und Picknick ist auch nicht erlaubt? Ja, Picknick ist gestattet in den dafür vorgesehenen Bereichen, auf den Liegewiesen, auf den Bänken, in diesen Teilen des Schlossgartens. Hat denn die Herrschaft früher hier auch mal gepicknickt? Ja, durchaus. Auf der Luiseninsel, wo wir gleich hingehen werden, gibt es eine Stelle, wo die königliche Familie auch Geburtstage der Kinder gefeiert hat. Wie haben die sich hier eigentlich fortbewegt? Zu Fuß? Ja, man ging überwiegend zu Fuß. Es war ja ein Flanieren sozusagen, während der Barockzeit natürlich im Parterre. Wenn es sehr heiß war, wurden von der Dienerschaft die Sonnenschirme aufgespannt und dann ging man unter den schattigen Lindenalleen entlang. Und während des 19. Jahrhunderts wurde teilweise auch geritten im Schlossgarten, ja, und man hat auch Kutschen eingesetzt, aber ist eben sehr, sehr oft zu Fuß gegangen, um diese malerischen Landschaftsbilder des Gartens genießen zu können. Luné hat ja von den Wegen als stumme Führer gesprochen und es gab immer Überraschungseffekte, wenn man um die Ecke bog, hinter einer Hecke hervorkam, dann sah man plötzlich das Belvedere oder ein interessantes Standbild oder eben auch eine glitzernde Wasserfläche. Der Überraschungseffekt war charakteristisch für den englischen Landschaftsgarten. Tja, jetzt sind wir auf der Luiseninsel und außer uns ist niemand weiter da, außer der Königin Luise natürlich. Ja, wir sind jetzt hier auf einer Insel, die Ende des 18. Jahrhunderts angelegt wurde als Teil des englischen Landschaftsgartens. Und nach dem frühen Tod der Königin Luise 1810 ist diese Insel nach ihr benannt worden. Die Königin hat mit ihrer Familie die Insel sehr geliebt. Sie nutzte sie auch für nachmittägliche Aufenthalte. Es wurden hier Familienfeste gefeiert, die Geburtstage der Kinder unter anderem. Und nach ihrem Tod ist dann der trauernde Witwer Friedrich Wilhelm III. Häufig hier gewesen und hat den Skulpturenschmuck der Insel auch in Auftrag gegeben. Wir haben hier drei große Skulpturen. Einmal die Büste der Königin von Christian Daniel Rauch angefertigt.
Sie zeigt sie schon als Verstorbene. Sie sehen, der Blick ist leicht am Betrachter vorbei und der Kopf leicht zur Seite geneigt. Und dann gibt es noch die Liebesgöttin Venus, die Venus von Medici, und den Amor, ihren Sohn, nach Lysipp. Und Amor ist hier dabei, mit Pfeil und Bogen zu spielen. Das heißt, er hat seine Arbeit erledigt. Er spannt den Bogen nicht mehr, um die Herzen der Liebenden zu treffen, sondern die große Liebe, die ewige Liebe, die wird hier auf dieser Insel dokumentiert. Zu Lebzeiten waren die beiden ja sehr eng miteinander verbunden, Luise und Friedrich Wilhelm III. Und nach ihrem Tod hat der König sie sehr vermisst und eben wahrscheinlich in diesem Zusammenhang auch das Skulpturenprogramm bestimmt. Es ist also die ewig andauernde Liebe über den Tod hinaus, das wird hier symbolisiert. Wie kam man denn auf diese Insel? Man kam mit einer Seilfähre auf diese Insel. Heute ist sie über eine kleine Brücke erreichbar. Um 1800 waren aber Seilfähren hier im Schlossgarten durchaus üblich, ähnlich wie heute noch in Wörlitz. Sie wurden von Hand betrieben, gekurbelt sozusagen über eine Seilverbindung. Und dann setzten sich die kleinen Boote langsam in Bewegung vom Festland auf die Insel und dann auch wieder zurück natürlich. Das war ein ganz besonderer Moment, das sogenannte Transitorische bei der ganzen Angelegenheit. Man fuhr dann also vom Diesseits sozusagen ins Jenseits und wieder zurück, denn hier in der Nähe liegt ja auch das Mausoleum, wo Luise beigesetzt wurde. Ja, wir stehen direkt vor dem Mausoleum hier im Charlottenburger Schlossgarten. Es ist ursprünglich als Begräbnisort für die 1810 früh verstorbene Königin Luise errichtet worden und wurde dann im Laufe des 19. Jahrhunderts mehrfach erweitert, vergrößert und auch umgebaut. Kann man da rein? Ja, wir können direkt hineingehen. Dort finden Sie als bedeutende Kunstwerke das Grabmal der Königin, aus Marmor gearbeitet, von dem Bildhauer Christian Daniel Rauch. Das war sein frühes Meisterwerk. Und die Sarkophage des ersten deutschen Kaiserpaares, Wilhelms I. und seiner Gemahlin Augusta, die ganz ähnlich gestaltet sind wie die Grabmäler von Luise und Friedrich Wilhelm III. Ursprünglich hatte es eine gelbe Sandsteinfassade, Pirnaer Sandstein. Es war hell und freundlich dadurch. Und der Ursprungsbau umfasste auch nur den vorderen Bereich mit den Säulen, diesen Portikusbereich. Es war also ein kleines, tempelartiges Gebäude, das hier am Ende einer dunklen Tannenallee auf einem sonnenbeschienenen Platz angelegt wurde. Luise liebte diese Tannenallee wegen ihres schwermütigen Charakters und auch den Ort selbst. Bei ihren Spaziergängen ist sie oft hierher gekommen. Und deswegen hat Friedrich Wilhelm III. Ihr dann das Mausoleum auch an diesem Ort errichten lassen. 1828 wurde der Vorbau mit der jetzigen Granitfassade verbunden, ersetzt worden. Granit, ein vaterländisches Material, das eher schweren Charakter hat, und der Tempel selbst, dieser kleine griechisch anmutende Tempel, wurde im christlichen Sinne umgedeutet durch die Inschrift über dem Giebelbereich. Dort finden Sie Alpha und Omega für Anfang und Ende und das Christusmonogramm Chiro. Ist das Gebäude im Krieg verschont geblieben? Ja, das Mausoleum war so gut wie nicht zerstört. Es gab einen kleinen Treffer, aber es sind keine größeren Schäden damals vermeldet worden. Es ist das einzige Gebäude im Schlossgarten oder hier im Schlossbereich, das den Krieg wirklich glimpflich überstanden hat. Ja, es handelt sich hier um das Grabmal der Königin.
Ein Meisterwerk von Christian Daniel Rauch, das er zwischen 1812 und 15 angefertigt hatte, aus Carrara-Marmor. Und der König hatte genaue Vorstellungen, wie seine verstorbene Frau dargestellt werden sollte. Ausgestreckt auf einem Ruhebett liegend, die Arme über der Brust gekreuzt, wie zu einem Nachmittagsschlaf eigentlich. Ja, sie ist hier weniger als Königin zu sehen, nur das Diadem, das ihren Kopf ziert, weist auf ihre Würde hin. Ansonsten sollte sie menschliche Züge haben. Sie sehen, die Beine sind locker übereinander geschlagen und die Gestalt ist in ein dünnes, durchscheinendes Gewand gehüllt, das alle Körperformen sichtbar werden lässt. Das war der dezidierte Wunsch Friedrich Wilhelms III. Ganz im Gegensatz zu den Vorstellungen, die er vorher hatte. Wir erinnern hier an die bekannte Prinzessinnengruppe von Johann Gottfried Schadow, Luise und ihre Schwester Friederike, die beiden jungen Mädchen, aneinander gelehnt. Das fand er zu freizügig. Dieses Marmorwerk wurde im Berliner Schloss verbannt. Es durfte nicht gezeigt werden, als Luise Königin wurde. Und hier ist eigentlich ein Gesinnungswandel eingetreten. Im Tod hat er sie dann ganz natürlich als Mensch sozusagen darstellen lassen. Das Mausoleum entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer nationalen Gedenkstätte. Denn nicht nur Luise und ihr Ehemann Friedrich Wilhelm III. Sind hier beigesetzt worden, sondern eben auch der erste deutsche Kaiser, Wilhelm I. mit seiner Gemahlin Augusta. Wilhelm I. war der zweitälteste Sohn Friedrich Wilhelms III. Und der Königin Luise. Und als die Beisetzung hier erfolgte, war Deutschland bereits Kaiserreich. 1871 wurde Wilhelm in Versailles im Schloss Ludwigs XIV. In Frankreich zum ersten deutschen Kaiser proklamiert. Wenn man nochmal hier auf dieses Grabmal zu sprechen kommt, welche enorme Kunstfertigkeit, diesen Faltenwurf so hinzukriegen. Wie viele Künstler der damaligen Zeit konnten das? Im Grunde genommen ist es wirklich ein Geniestreich, wenn man so will, ja. Rauch hat hier alle seine Kenntnisse, seine Fertigkeiten aufgeboten, um diesen Marmor in textile Struktur umzusetzen. Das ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein sehr schöner Marmorblock, der in Carrara auch entsprechend ausgesucht wurde in Italien. Und mit feinen Bohrungen und kleinen Kunstfertigkeiten hat er diese Fältelung und diese übereinandergeschlagenen Beine hier so meisterhaft wiedergegeben.